Und jetzt erklingt der Frühlingsstimmenwalzer von Johann Strauss, getanzt vom Ballett der Wiener Staatsoper und erstmals gesungen von der blutjungen Sopranistin Eva Lind aus Tirol. Thank you.
tosender Applaus für Eva Linz. Sie hat es wirklich verdient. Sie hat eine sensationelle Stimme. Die Choreografie des Balletts der Wiener Staatsoper wurde von Gerlinde Dill gemacht. Solisten waren in der Mitte, Sie haben es gesehen, Brigitte Stadler und Michael Pinisch. Brigitte Stadler hat übrigens in Dornröschen erst vorgestern ihren letzten Auftritt gehabt. Also. Jungen Sängerin von vorhin mit der Sängerin Eva Lindt. Schauen wir mal nach, wie dieses Rendezvous zwischen Erwin Fischer und Eva Lindt abläuft. Ob es funktioniert. Und wir versuchen einmal ein Gespräch im Tanzen. Mitten im Trubel des ersten allgemeinen Walzers. Eva Lindt, Sie haben bezaubernd den Frühlingsstimmenwalzer gesungen. Ich glaube, das war das erste Mal, dass ein Walzer zum Ballett gesungen wurde. Ja, meine Schwester, ja. Ja, und da fällt mir natürlich ein, voriges Jahr, vor zwei Jahren, waren Sie Debütantin. Ja. Und da hatten wir ein Gespräch und Ihr großer Wunsch war, einmal in der Oper singen zu können. Jetzt haben Sie es erreicht, Sie haben seit einem Jahr einen Vertrag mit der Wiener Staatsoper. Ja, ich habe kurz nach meinem ersten Opernball hier vorgesungen, habe zunächst einen Vertrag fürs Opernstudio bekommen und seit vergangenem Herbst bin ich Mitglied der Wiener Staatsoper. Dann gratuliere ich ganz, ganz herzlich und wünsche Ihnen für Ihre weitere Karriere alles Liebe. Dankeschön. Ja, Wiedersehen. Und ich brauche jetzt ein Mikrofon. Danke.